kurze Verwirrung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch am Freitag. Ja, Wochenende. Wochenende naht. Mein Mikro hängt mir im Gesicht. Ich sehe meine eigene Kamera nicht. Juhu, juhu, juhu. So, einmal kurz muss man noch hier ein bisschen was einrichten und dann können wir schon anfangen. Ja, mein Chat ist auf jeden Fall da. Und sonst passt, glaube ich, auch alles. Ja, na dann, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Meine Woche war ganz gut eigentlich, würde ich mal sagen. Bin jedenfalls ganz zufrieden. Verbesserungsmöglichkeiten gibt's ja immer, ne? Aber kann man auch mal zufrieden sein. Und jetzt starten wir schön ins Wochenende rein. Ich freue mich sehr. Und was machen wir heute? Ja, also Moment mal. Erst einmal hier, dieser Kanal hat Belohnungen aktiviert. Sehe ich da eine Mitteilung von Twitch. Und was ist das hier? Hey? Ich habe hier irgendwelche Benachrichtigungen, aber keine Ahnung. Muss ich später schauen. Ja, muss ich später gucken. Wäre jetzt zu viel. Genau, also im Moment könnt ihr bekommen, lasst mich mal kurz überlegen, für ein Abo, ja, für ein Kanal-Abo gibt es, glaube ich, gerade 3 Monate Discord Nitro. Genau, so war es, glaube ich. Also das war so kurze Info hier am Rande. Und was haben wir noch? Ich weiß nicht, ich hatte hier so eine Benachrichtigung, auch dass mein Jubiläum sich nähert, ja. Irgendwie. Ein Jahr lang schon wieder Affiliate-Status hier auf Twitch. Ja, das zweite Mal schon. Und damit auch, ja, jetzt müsste ich wirklich dann ziemlich genau ein Jahr lang wieder hier sein, ja. Ein Jahr lang bin ich jetzt wieder auf Twitch mittlerweile, seit meiner 6-jährigen Pause. Ja. Hurra, 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 hurra. Jubiläum, ja. Ja, schön. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Und jetzt, was ich gemacht habe, was ich schon mal vorbereitet habe. Also, ich habe ja hier meine Listen. Die kennt ihr ja, ne? Und die sind mittlerweile sehr, sehr voll gekritzelt. Und ich kann kaum mehr was entziffern hier. Ja, mit Preisen und so. Einkaufspreise und Verkaufspreise und so weiter. Und sonstigen Zeug. Und weil die so voll gekritzelt sind, kann ich schon fast nichts mehr erkennen. Und weil ich mir jetzt auch überlegt habe, nochmal eine Idee, wie ich einfach damit umgehe, dass wir halt diesen Preisverfall haben. Und es ja auch immer noch weitergeht mit, damit, dass die Preise sinken. Ja. Und ich aber am Anfang relativ teuer eingekauft habe und auch zu viel. Ja, also das Problem habe ich ja im Moment. Also ihr wisst ja, beim Goldfarmen ist nicht immer alles sehr toll. Ja, man hat da auch manchmal so Phasen und Geschichten, wo es nicht so gut läuft und man irgendwie echt Fehler macht. Also ich jedenfalls beim Einkaufen und dann schaut man blöd, gell? Weil man dann die Sachen immer los wird. Und eigentlich wusste ich das ja. Dass das so ist, am Anfang von einer Erweiterung haben wir ziemlich hohe Preise. Und die sinken dann ziemlich schnell ab. Ziemlich weit. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin, dass die Preise halt immer noch, also schon seit Wochen, einfach sinken kontinuierlich. Es ist halt auch normal. Und ich wusste das auch. Und ich wusste auch, dass man wirklich aufpassen muss am Anfang. Dass man halt nicht zu viel einkauft zu diesen anfangs noch hohen Preisen, weil man sonst das Zeug nicht mehr los wird, ja. Wenn dann die Preise sinken und dann hat man halt eventuell Verluste, ja. Und genau da befinde ich mich jetzt gerade und ich kann halt schon seit Wochen einfach nichts machen mit diversen Items, die halt so stark gesunken sind, hier gerade auf dieser Qualitätsstufe Gold. Mit den ganzen Flask, ja. Ah, hier sehe ich jetzt gerade wieder was. Mist, echt. Ich habe hier wieder eine Chance verpasst. Das muss ich euch gleich erzählen, was da ist und was da war.
Ja, und ich kann halt seit Wochen hier nichts mit den Flask machen. Ich kann nichts mit dem Pot hier machen, mit den Pots auch nicht. Ja, also, weil das genau die Sachen sind, die ich relativ am Anfang für relativ viel Gold pro Stück eingekauft habe. Und ich bin die nicht mehr losgeworden, ja, weil die Preise sind dann rapide gesunken und ich habe es nicht geschafft, da alles loszuwerden von diesem Flask. Hier könnt ihr es auch mal sehen in dem Kasten. Ich habe 85 Stück gekauft, ja, und ich habe jetzt noch 58 Stück verkauft, angeblich nur 6, es stimmt aber nicht. Ja, und da habe ich natürlich die Differenz zwischen Einkauf und Verkaufsanzahl verkauft. Das ist der Bug, den halt TSM manchmal hat. Und wie ihr da auch seht, das letzte Verkauf vor 34 Tagen, also schon eine ganze Weile her. Und da hat es eben dann angefangen, dass die Preise gesunken sind. Ein paar bin ich losgeworden, aber ich hatte einfach viel zu viele eingekauft. Ja, da war ich einfach zu gierig und habe mich auch nicht genug dahinter geklemmt. Also ich hätte ja hier Dauer online sein können und zusehen können, dass ich das Zeug loswerde, bevor die Preise sinken und halt nicht ständig wieder was nachkaufen, wenn es wieder billiger ist und wieder billiger. Ja, da hätte ich schon schnallen müssen, oh, die Preise sinken schon und zwar sehr rapide. Und das ist jetzt die Situation, in der ich jetzt bin. Und jetzt kann ich halt hier schon lang nichts machen, weil ich ja für das Vierfache teilweise diese Dinge eingekauft habe, fürs Drei-Vierfache. Und das ist natürlich langweilig dann und auch ärgerlich, ja, weil ich ganz wenig Items nur habe, wo ich überhaupt irgendwas machen kann. Die Items, wo im Moment generell was ich tun kann überhaupt, ist dieser spektrale Grog, ja, der Automatikhammer, was halt Side-Items sind und das Dunkelmondfeuerwasser. Aber mit den anderen Sachen kann ich so gut wie nichts machen. Ein paar sind noch dabei, wo immer mal was geht. Aber gerade da, wo ich viele habe, da kann ich halt nichts machen. Und jetzt habe ich mir da eine neue Vorgehensweise überlegt. Also ich mache das halt so. Ich verkaufe nicht jetzt diese Items mit Verlust. Ja, wenn ich jetzt verkaufen würde, hätte ich halt Verlust. Das will ich nicht machen. Ich möchte keinen Verlust haben, ja. Und deswegen hebe ich die auf, weil trotzdem die Preise irgendwann mal, wir haben jetzt 2 Jahre Zeit, das Zeug loszuwerden. Und in diesen 2 Jahren kann es durchaus möglich sein, auch wenn die Chance mini klein ist, ja, dass die Preise ja mal wieder ganz stark ansteigen. Das hatten wir auch während Dragonflight immer mal so, dass einfach diverse Items plötzlich extrem im Preis angestiegen sind, aus irgendeinem Grund. Und es kommt aber halt nur ab und zu mal vor, und man muss dann auch Glück haben, dass man halt genau dann online ist, das mitkriegt und dann die Sachen einstellen. Deswegen sage ich ja auf dem YouTube-Kanal, wenn da jemand was sieht oder wenn ich jetzt was sehe, dass irgendwas einen super Preis hat, ja, zum Verkaufen, dann schreibe ich das immer unter mein letztes Video drunter, damit möglichst viele das halt auch mitkriegen und da mitmachen können. So, jetzt 2 Jahre haben wir da jetzt Zeit. Jetzt ist aber das Gold halt in diesen Items drin und ich habe ganz viel Gold, was ich im Moment nicht nutzen kann, weil es in diesen Items drin ist. Ja, wenn man hier durchzählt, 50, 100, ja, ungefähr 200 mal diese Flasks und jede, sagen wir mal, hat im Schnitt 3000 Gold gekostet. Ja, so, ja, da haben wir eine ordentliche Menge an Gold, die jetzt halt da einfach stillgelegt ist und ich kann nichts damit machen. Und ich habe jetzt eine neue Idee gehabt, was ich machen könnte, damit ich zumindest hier wieder mitmachen kann bei den Items. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch neue, ganz frische Listen erstellt. Die sind noch komplett leer und die möchte ich jetzt gerne halt ausfüllen mit euch zusammen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich mache das jetzt so. Ich werde jetzt diese Items, die ich so teuer eingekauft habe, aufheben, ja, und darauf warten, dass irgendwann mal der Preis hochgeht. In jetzt diesen 2 Jahren, wo wir diese Erweiterung haben, bis die neue Erweiterung wieder kommt in 2 Jahren, so lange haben wir Zeit dafür, ja, weil da kann einfach noch was passieren, mal, wenn wir Glück haben oder halt auch nicht, dann ist es halt so, aber es gibt da noch eine kleine Chance. Und jetzt werde ich das so machen, dass ich mir jetzt da aufschreiben werde, bei diesen Items, wo ich jetzt so viele habe und zu teuer eingekauft habe.
Wie viele habe ich jetzt davon und zu welchem Preis habe ich die gekauft? So, das notiere ich mir jetzt und diese teuren, die werde ich aufheben. Die werde ich nicht verkaufen. Aber ich werde stattdessen wieder neue Flaschen nachkaufen, weil so langsam sieht man nämlich, dass es doch langsamer geht, zumindest mit dem weiteren Preisverfall. Und jetzt habe ich hier schon zweimal gesehen, bei diesem Item, ja, ich zeige es euch hier, dass das teilweise recht günstig drin ist und dann aber wieder hoch geht. So war es jetzt hier am, hier haben wir den Preisverfall, ja, da seht ihr, den könnt ihr schön nachvollziehen, wie der Preis immer billiger wird. Nochmal billiger und jetzt plötzlich geht es wieder rauf, ja. Nicht ganz zum Patch Day, zum ID Reset, aber einen Tag später, also gestern. Und hätte man jetzt hier eingekauft für 991, hätte man hier schön mit Gewinn verkaufen können, ja. Das wäre ein ganz guter Gewinn gewesen. Heute ist es nochmal teurer, so. Und heute Morgen, also ich habe hier nichts gekauft, weil ich ja gesagt habe, ich tue jetzt mal hier ganz langsam, ja, es bringt ja nichts, immer weiter nachzukaufen. Und jetzt vorhin, heute früh war ich schon mal kurz hier drin um 8, da habe ich auch gesehen, dass wieder ein paar für 900 irgendwas drin waren. Das waren auch nicht viele, das waren nur 3 Stück, ja. Und der nächste Preis waren dann eben diese 1300 irgendwas. Und diese 3 Stück hätte man kaufen können und sofort wieder reinstellen für teurer und hätte einen Gewinn. Und das möchte ich jetzt machen, okay. Dabei ist jetzt halt einfach wichtig, dass ich jetzt mal ein Reset einfach mache. Diese teuer gekauften einfach mal zurückstelle, mir notiere, wie viele waren es und zu welchem Preis habe ich sie verkauft, ja. Also hier zum Beispiel 58 Stück zu einem Durchschnittspreis von, was habe ich denn hier, 3100, ja. Also diese 58 Stück muss ich aufheben und darf sie nicht unter 3100 plus ein bisschen was, das ich Gewinn habe, verkaufen. Die hebe ich einfach auf. Und dann kaufe ich, wenn ich sehe, hier sind wieder so Schnäppchen drin, wieder was nach. Weil jetzt sehe ich ja, die Preise gehen auch mal wieder rauf. Ja, also jetzt kann man wieder was machen hier. Es war ja die ganze Zeit so, dass da ja nie irgendwas mal wieder rauf ging. Es ging immer nur abwärts, ja, immer nur abwärts. So, jetzt hier habe ich so einen kleinen Break entdeckt und das werde ich jetzt einfach machen. Da werde ich jetzt meine Listen neu ausfüllen, mir überall bei diesen Items notieren. Wie viel ich davon habe und für welchen Preis habe ich sie gekauft. Und dann werde ich mal ganz langsam ein bisschen was nachkaufen. Ja? Also heute früh, wenn ich das gemacht hätte, das wäre schon gut gekommen. Müssen wir uns halt bei den anderen Flaschen anschauen, ob das da auch so ist. Das weiß ich jetzt nicht. Mir ist nur diese eine aufgegangen. Doch, hier, schaut mal. Hier haben wir das auch schon. Ja? Die ganze Zeit hier die Preise gesunken, gesunken. Und jetzt sehe ich hier, gestern war das Ding bei 1000 und heute auf 1500. Also jetzt geht hier wieder was, okay? Und da werde ich es genauso machen. Hier sehe ich jetzt nichts, dass da was geht. Das Item lasse ich halt dann noch raus. Hier sehe ich auch nichts. Aber bei diesen beiden sehe ich, dass da die Preise ab und zu wieder ansteigen. Ja, bei dem Pot zum Beispiel, da ist auch noch nichts Großartiges zu machen. Eine Mini-Differenz hier, ja, 315, 355. Ja, geht so, sage ich mal, hier 5% wegrechnen, das sind dann 30, sag mal 35 gehen weg, 320 hätte ich 5 Gold Gewinn pro Stück, wenn ich es zu dem Preis hier eingekauft hätte und da zu dem Preis wieder einstelle, das bringt jetzt noch nichts, ja, also da würde ich noch abwarten, aber hier geht was schon und hier geht auch was, ja. Es kann natürlich jetzt sein, dass es auch wieder mal nur so temporär ist, aber irgendwas muss ich ja machen. also ich kann ja jetzt nicht ewig hier Stillstand haben. Deswegen probiere ich jetzt einfach mal aus. Bevor wir das machen, schauen wir aber einfach mal wieder rein, wie viel Gold ist hier drin. Das heißt hier eine schöne Zettelwirtschaft. Ja, 105 Milliarden Zettel hier. Mein Schreibtisch ist bald zu klein, obwohl der eigentlich eh nicht klein ist. Und jetzt gucken wir halt erst einmal rein, wie die Gewinne ausschauen von gestern. Heute ist Freitag, ne? Ja. Gestern früh hatte ich ja mit meinem Todesritter ziemlich Glück. Der hat gestern knapp 20.000 K aus dem Briefkasten rausgezogen, weil der schön seine Verträge verkauft hat. Ja, 4 Verträge hat er verkauft, 20.000 Gold im Briefkasten drin. Gott sei Dank, ja, wieder ein bisschen Gold mal eingesammelt. So, jetzt mache ich mal
Die Kamera dann ein bisschen kleiner, damit man was sieht. Ich glaube, so langt's. Ja. Und dann schauen wir jetzt erstmal in den Briefkasten rein. Zuerst muss ich aber meine Liste hier machen. Also heute ist der 25.10.24 und ich schreibe mir wieder die ganzen Charts auf. Mit meinem Main habe ich jetzt auch wieder die letzten 3 Tage gar nichts gemacht. Bin ich dazu gekommen. Also das ist natürlich auch wieder doof, weil der schafft eigentlich auch mal ganz gut Gold dran. So schaut meine mein tägliches Kassenbuch aus. Also hier seht ihr, gestern hat der Todesritter schön ein bisschen was rausgeholt mit den Verträgen. Ja, die sind schön hochgegangen, so wie auch prognostiziert. Hier neue Liste für heute. Und die sind aber auch echt schnell wieder abgesunken. Also richtig schnell. Da muss ich mal echt Gas geben, dass man das los wird. Und jetzt schauen wir erst mal rein, wie viel Gold hier heute drin ist. Also das ist mein Haupttrader. Nehmen wir mal abgelaufene Sachen raus. Was habe ich hier gemacht gestern? Ich habe ein bisschen was eingestellt gehabt und ein bisschen was auch rausgekauft. Also spektraler Grog geht ja sowieso immer. Was habe ich gekauft? Automatikhammer, ja, die waren für 159 pro Stück drin. Habe ich gestern ein paar gekauft, Gott sei Dank, weil heute sind die wieder auf über 200 Gold und ich habe auch schon wieder welche verkauft. Also das war sehr gut, dass ich die rausgekauft habe, auch wenn ich teurer rauskaufen musste jetzt, als mein Durchschnittspreis eigentlich ist. Aber naja, passt schon trotzdem. Dann habe ich noch gekauft, ja, kerngeschmiedeter Reparaturhammer für 10 Gold. Habe ich auch noch gekauft. Da muss man auch wieder Nachschub holen. Da habe ich nicht mehr viel. Ja, fast 700 Stück hatte ich da. Und alles weg schon, bis auf den letzten Rest. Also hier muss ich auch nachkaufen. Durchschnittseinkaufspreis bei mir waren 5 Gold. Das kriegen wir jetzt aber nicht mehr hin. Das ist sehr selten, dass das so günstig drin ist. Jetzt, ich kaufe es so für 10 Gold. Das passt immer noch. Ja, ihr seht ja hier im Kasten, für wie viel ich verkaufen kann. Also von dem her passt es. Dann nehme ich die gekauften Sachen raus. Und jetzt ja, Einnahmen 5036. Immerhin etwas, ja. Schreibe ich gleich mal auf. Was habe ich denn verkauft? Ja, spektraler Grog, wie immer. Schlummerseelenserum ging auch gestern für 445, das ist auch ein Preis, wo für mich es passt, ja, zu verkaufen. Also mit diesem Schlummerseelenserum geht auch immer mal was. Genauso hier mit dem Fassbier, die sind immer mal schön oben und auch wieder unten, dass man es kaufen kann. Und Automatikhammer hatte ich noch eingestellt, als der hochgegangen ist auf über 200, direkt eingestellt. Ja, hier seht ihr, das hat halt immer hier 5% Provision, was weggeht vom Verkaufspreis, was man nicht bekommt. Also für 205 eingestellt. 10 Gold ungefähr gehen weg an Provision. 199 kriege ich raus. Eingekauft für 159. Heißt 40 Gold Gewinn pro Stück. Passt, ja. Also Automatikhammer ist auch immer echt ein gutes Item, was man immer mal traden kann. So, das nehmen wir raus. Da haben wir jetzt auch wieder fast 10.000 Gold. Das passt schon mal, ja. Können wir wieder ein bisschen investieren. Wovon ich echt enttäuscht bin, ist hier diese Verstärkungsrune. Ich habe so wirklich zu 100% damit gerechnet, dass die jetzt am Patch Day wieder raufgeht auf 2,5, 2,6. Ja, und was ist nix? Ja, ich habe eingekauft für 2,2. Ein bisschen drunter auch teilweise. Und jetzt sitze ich hier auf diesen Runen. Ja, da ist jetzt auch wieder so viel Gold einfach liegt jetzt in diesen Runen drin, was ich nicht zur Verfügung habe, weil die nicht hochgegangen sind. Also das ist wirklich nicht gut, ja. Schaut. Katastrophe, echt Katastrophe. Ich hoffe so sehr, die steigen jetzt am Wochenende nochmal rauf. Weil so langsam, ja, es liegt immer mehr Gold in Items drin und kommt nichts mehr rum dann. Kann man ja auch nichts mehr einkaufen, wenn man keinen Cash hat. Okay, diese Höhlenpaprika hatte ich ja auch ein paar gekauft für 45. Das ist auch nicht hochgegangen, oder ich habe es verpasst. Nee, da hoffe ich auch. Dann tut sich mal was. Jetzt habe ich extra eingekauft, ja, und geht nichts.
Dunkelmond, Feuerwasser, das war gestern schon mal wieder auf über 600, ist aber nicht drin. Also das war gestern auf jeden Fall knapp 700 hat es gekostet. Ich habe noch überlegt, ob ich schon mal ein paar einstellen soll. Aber dann dachte ich mir, ach nee, ich behalte sie noch, ja. Weil ich weiß, dass sie auch auf bis zu 1000 aufgehen. Aber mittlerweile müsste echt mal was passieren, weil der nächste Dunkelmond-Jahrmarkt ist schon wieder nächste Woche. Also jetzt muss wirklich mal hier was passieren, ja. Nur noch 9 Tage bis zum nächsten Dunkelmond-Jahrmarkt und der Preis steigt nicht schön an. Ja, kann man hier noch was einkaufen? Naja. Schauen wir mal. Ja, Automatikhammer kann man auf jeden Fall einstellen, ist wieder auf über 200. Ja, das war mir auch klar, dass der wieder rauf geht. Also hier kaufen wir im Moment ein für um die 160 und verkaufen wieder für 120. Da lege ich nach, habe jetzt auch wieder ein paar mir besorgt. Dann halt auch hier spektraler Krog geht sowieso. Ah, Automatikhammer direkt weg. Gut, den stellen wir auch ein und kommt dann nochmal. Aber wie krass, ich habe vorhin um 8 oder so, habe ich hier eins eingestellt und schaut mal, wie viel Konkurrenz da ist. Und deswegen mache ich das so, dass ich immer nur eins oder halt ein kleineres Decks reinstelle, weil wenn dann jemand kommt oder mehr Leute kommen und stellen 8000 weitere von dem Item ein, ja, dann versinkt deins hoffnungslos hier. Und keiner wird es mehr kaufen heute, ja, und es läuft dann ab und die Provision, die Anzahlung ist weg und sonst weiter passiert nichts. Deswegen immer nur kleine Stacks einstellen, warten, dass es jemand rauskauft, wieder nachlegen. Und wenn Konkurrenz da ist, halt auch immer wieder nachlegen, ja, und das mache ich mit allen Items so. Die Stackgröße variiert ein bisschen von Item zu Item. So, hier muss ich auf jeden Fall einkaufen, ein bisschen was habe ich schon wieder ergattert für 10 Gold. Das ist der Preis, der in Ordnung ist, ja. Geht richtig schön rauf teilweise, das Item. Gerade war noch was drin für 15, ist jetzt auch wieder weg. Also hier auch immer mal wieder schauen. ja, Automatik haben wir schon wieder weg. Tun wir noch mal eins rein. So, schön einzeln. Das Fassbier, das ist heute eher günstig. Boah, da habe ich mal eins für 800 gekauft, sehe ich gerade, aber ich glaube, das war ganz am Anfang, ja. Und dann haben wir hier noch das Schlummerseelenserum, also mit denen zwei geht nämlich auch ab und zu mal was. Schlummerseelenserum, die Automatikhammer wird gut gekauft, gerade seht ihr das. Da muss ich jetzt gleich einmal nachschauen, Schlummerseelenserum habe ich gekauft für im Schnitt 163, aber das kam auch ein bisschen teurer, aber ich habe ziemlich viel, ja. Bisschen teurer könnte man es schon verkaufen. Ach, hier sind wieder Alis. Lass das. Naja, solange die meinen Auktionator stehen lassen, ist mir das wurscht. Nee, ich hab. Ja, obwohl, das, man kann eigentlich schon eins einstellen. Ja, jetzt sehen wir es mal nicht so streng hier. Nehmen wir halt auch kleine Gewinne weg. Der geht ja richtig gut weg gerade. Habe ich fast zu wenig gekauft. Ich hätte mehr kaufen sollen. Für 159. Ist ja gleich schon alles weg. Ja, ansonsten sehe ich nichts Überragendes heute hier, ja. Ich kann halt nirgends was machen, weil ich eben alles zu teuer eingekauft habe. So, jetzt werde ich das mal machen mit den neuen Listen, okay? Okay. Gut. Ausgaben. Dann fangen wir doch mal an. Also, Automatikhammer geht weg, die warme Semmel. Das ist hier die alte Liste. Diese ganzen Durchschnittspreise, die bringen jetzt überhaupt nichts mehr, weil das Ganze halt einfach viel billiger geworden ist. Und ich mache das jetzt so, wie ich es vorhin gesagt habe, diese neue Strategie, dass ich mir einfach aufschreibe, wie viele habe ich gekauft, so was für einen Preis. Ja. Und dann werde ich zusehen, dass ich hier ein bisschen was nachkaufen kann zu den neuen Preisen. So, dann schauen wir mal. Also jetzt muss ich einmal das noch so ein bisschen falten. Da seid ihr jetzt live dabei, wie ich meine Listen mache. Heute. Heute ist wieder Zahlen, Daten, Faktentag, ja. Zahlen, Daten, Faktentag. Muss man ab und zu mal machen, gell? So, also dann. Der algarische Heiltrank. Dann fangen wir doch mal an damit.
Algarischer Heiltrank. Wo ist er denn? Da. Also gut. Hier habe ich halt 400, 421. Habe ich gar nichts verkauft. Noch null. Das ist richtig übel, ja. Ich habe kein einziges verkauft. Richtig, richtig übel. Vor 27 Tagen zuletzt eingekauft für 289. Und dann ist der Preis halt immer noch weiter gesunken, gesunken, gesunken. Jetzt schreibe ich mir da einfach mal auf, zu welchen Preisen ich eingekauft habe, ja? Okay, also es passt auf. Ich muss mal schauen, dass ich jetzt hier irgendwie einen guten Plan habe. 289 war das günstigste. Und das teuerste kaufen. 749. Das war aber ganz am Anfang, ja? Also Einkaufspreis 289 bis, das sind ja eh nur Käufe hier, ja, nichts verkauft. 289 bis 749. Und da habe ich es dann aufgegeben, ja, weil ich immer gewartet habe, dass endlich mal dieser Preisverfall aufhört, aber der hat nicht aufgehört. Ich gehe jetzt immer noch weiter, da habe ich dann aufgegeben nachzukaufen, weil ich, da hat es einfach keinen Sinn mehr. Ja, es macht keinen Sinn mehr. So, mein Verlauf. Aha, hier habe ich mal zwei Stück eingestellt für 6,99, damals noch. Vor, am 1. Oktober, da war der mal oben, aber keiner rausgekauft. Ja, hier sehen wir es halt auch, ja. Es geht halt immer noch weiter runter. Nichts zu machen da. Nichts zu machen. So, und jetzt muss ich eben schauen. Jetzt schaue ich hier, ja, wie viele muss ich noch aufschreiben? 421, also Vollkatastrophe. Jetzt habe ich schon falsch reingeschrieben. Ach. Also jetzt muss ich mich konzentrieren, ja, mit diesen ganzen Zahlen, sonst komme ich da durcheinander. Ich hoffe mal, das bringt überhaupt was, dass ich mir jetzt da den Aufwand mache, aber ich denke schon. Ich glaube, das bringt schon was. Also 421 Stück ist jedenfalls jetzt der Stand, ja, das will ich wissen, zu welchen Preisen habe ich eingekauft. Da schreibe ich jetzt mal noch den Durchschnittseinkaufspreis dazu und der liegt auf 317, wobei der ist eher egal. Das ist eher wurscht dann, ja. So, und jetzt muss ich halt schauen, wenn das aufhört, dass diese Preise immer nur sinken, wenn ich sehe, da geht mal wieder was rauf. Also hier ein bisschen, ja, hier ein bisschen haben wir das ja. Wenn ich hier schaue, hier konnte man einkaufen für 165 und heute könnte man verkaufen für 189. Das heißt, das sind jetzt halt 30 Gold mehr. Ja, da hätte man schon ein bisschen an Gewinn. Dann kann ich mal versuchen, was einzukaufen wieder. Aber diesmal werde ich wirklich nur ganz wenig kaufen. Also erst einmal echt nur zwei Stück oder so und schauen, ob die überhaupt weggehen, dass ich nicht wieder hier auf so vielen sitze. Ja, das war jetzt mal der Heiltrank. Dann schauen wir gleich mal weiter mit dem Mana-Trank. Hier immer mal wieder aktualisieren. Hier können wir mal noch einen Automatiker mal reinschmeißen dabei. Jetzt gehen wir weiter. Algarischer Mana-Trank. Der ist gleich hier. Da, ach Gott, da habe ich halt noch mehr, ne? 568 Durchschnittseinkaufspreis. Ach ja. Das günstigste für 3,66 und da habe ich dann auch eben aufgegeben, weil ich gesehen habe, das nimmt kein Ende, ja, das sinkt einfach nur immer weiter. Ach nee, ich bin ja gar nicht auf dem günstigsten. Doch, nee, ich war auf dem Zeitraum. Hier habe ich wenigstens mal ein bisschen was schon verkauft, ja. Das ist so krass hier, ich habe am Anfang diese Mana-Tränke für 1400 Gold das Stück verkauft, ja. Einkauf. Für wie viel habe ich da eingekauft? Für 1200 aber auch. Also, das waren richtig hohe Einkaufspreise auch am Anfang. So, 1249 Einkaufspreis. Richtig krass, echt. Und ich habe 568.
Also hier ist jetzt wichtig, dass ich nicht für unter 366 diese Nee, ich habe nicht 568, das ist der Durchschnittspreis. Ja, schon komme ich durcheinander. Das sind mir zu viele Zahlen. Ich habe ja trotzdem mega viele, 350 Stück. Also, 350 Stück darf ich nicht für unter 366 Gold verkaufen. Das ist das Minimum, wo es anfängt, dass ich ans Verkaufen denken kann. Ja, aber ich könnte ja auch den Durchschnittspreis nehmen. Das muss ich mal schauen, wie ich das dann mache. Gut. Geht's weiter. Hier, Automatikhammer brauche ich nicht machen, der fällt da raus. Das auch nicht. Das Fassbier, da habe ich nicht zu viel, da komme ich klar. Hier komme ich auch klar, da weiß ich auch Bescheid. Die Flasks sind das nächste. Das ist jetzt, gilt jetzt nur für ein paar Items. Ja, bei, sag ich ja nur bei ein paar Items so dieses Problem, dass ich so viel gekauft habe und dann das halt nicht mehr losgeworden bin. Das ist nicht bei allen, okay? Deswegen müssen wir es jetzt nicht bei allen Items machen. So, die Aggressionsflask. Also gut, hier liege ich Einkaufspreis im Schnitt bei 4078 Gold. Ist das nicht toll? Ja, wir sind heute auf 1300. Wunderbar, oder? So, hier haben wir 95 Stück. Nee, so viel habe ich gekauft. 53 Stück habe ich hier. Das günstigste eingekauft für 3199 und dann habe ich eben gesagt, nee, jetzt höre ich auf, noch weiter nachzukaufen, weil es macht keinen Sinn, die Preise stoppen einfach nicht. Also 3199. Und das teuerste habe ich gekauft für 4.999. Ich habe 53 Stück. Und der Durchschnittseinkaufspreis liegt bei 4.078. So, jetzt habe ich das so mini klein hier hingeschrieben, dass ich nichts lesen kann. Also ich glaube, ich muss das nochmal anders machen, nicht? Das gefällt mir so nicht. Das ist irgendwie deppert. Muss ich irgendwie anders machen. So sehe ich ja gar nichts. Ja, das muss man anders machen, echt. Muss das mal nochmal anders. Ja, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen rumprobieren, ja. Ja. So. Dann gehen wir weiter zur nächsten Flask. Halt. Jetzt kommt die Meisterschaft. Ja, und hier sehe ich einfach, da können wir schon wieder was machen. So ein bisschen. Hier habe ich 58 Stück. Ich schreibe das jetzt mal woanders hin. 58 Stück zu einem Durchschnittspreis von 3081 gekauft. Und zwar das günstigste für 1969. Da habe ich dann aufgehört. Ja. Und das teuerste. Oh Gott, hier habe ich richtig viele. Schaut euch mal das an. 50 Stück habe ich hier gekauft. Ja, für 3100. Toll, oder? Weil ich mir dachte, oh, das ist ja ein super toller Preis. Und hier seht ihr auch, wie viel Gold ich nur für diese eine Flask ausgegeben habe. Das ist echt übel. Ehrlich, das teuerste eingekauft für 3346, das geht ja noch. So, ich habe es jetzt mal woanders hingeschrieben, wo ich mehr Platz habe. Also diese 58 Stück, die müssen wir auf jeden Fall aufheben. Gut, gehen wir weiter. Nächste Flask, jetzt kommt die Schnelligkeit. Gut, hier habe ich 60 Stück. Hä? Ach nee, echt. Ach, jetzt habe ich es wieder falsch reingeschrieben. Das ist so nervig, ehrlich. Na dann gehen wir nochmal gleich zurück zur Meisterschaft. Also jetzt erst einmal Schnelligkeit. Ich habe 60 Stück. Eingekauft
eingekauft für 3.057 im Schnitt. So, das günstigste für 2.799. Und das teuerste für 3.900. Hä? Ich habe für 3.900 eingekauft und habe es für 3.500 wieder verkauft. Das ist ja bescheuert. Was habe ich denn da gemacht? Das ist ja mal richtig blöd. Also da habe ich schon Unsinn gemacht, ja. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Da bin ich wahrscheinlich nach dem Durchschnittseinkaufspreis gegangen. Ja, ja, doch, das macht schon Sinn dann. Das macht dann schon Sinn. Hier habe ich auch nicht viel verkauft. Also, das teuerste habe ich schon aufgeschrieben. Nee, für 3.900. Okay. Gehen wir nochmal zur Meisterschaft. Also, nochmal. 58 Stück. Zu einem Durchschnittspreis von 3.081. So, das günstigste für 1.969. Das teuerste für 3.382. Wobei das ja wieder verkauft wurde, ja. Das kann ich ja schon als Verkauf zählen. Ach nee, Quatsch, das ist ein Verkaufspreis. Das teuerste war 3.446. Ach, 3.346. So. Und da habe ich gekauft 8 Stück. 3 habe ich teurer verkauft. Den Rest auch billiger. Also das ist echt Unsinn, was ich da gemacht habe irgendwie. Ja, nee, es war noch ein Durchschnittseinkaufspreis. Okay, gehen wir weiter. Vielseitigkeit. So. Da habe ich jetzt noch 33 Stück. Da habe ich ja am meisten verkaufen können. Aus irgendeinem Grund. 33 Stück. Durchschnittspreis 3.999. Das günstigste gekauft für 3.490. Das teuerste gekauft für 4.495. So, 5 Stück hatte ich da eingekauft. Die sind aber alle schon weg eigentlich. Wie viel habe ich denn verkauft? 1, 2, 3, 4, 5, 7 Stück. Also hier, die sind alle weg und davon 2. Das ist ja schon mal gut. Dann liege ich ja nur noch bei 4,2 Höchstpreiseinkauf. Naja. Okay, also das passt jetzt so. Jetzt muss ich hier mal nochmal diese Aggressionsflask ordentlich aufschreiben. 53 Stück. Durchschnittspreis 4.078. Günstigste ist 3.199. Teuerstes 4.989. So, also gut. So schaut es jetzt aus, ja. Da stehen jetzt einfach bei den Items dabei, wie viele habe ich, zu welchem Preis habe ich die eingekauft. Damit ich weiß, diese Anzahl muss ich lassen. Die darf ich nicht verkaufen. Und jetzt kann ich einfach, wenn ich hier sehe, ja, der Dealfinder sagt jetzt, hier, Meisterschaft, sind 3 Stück drin für 900 oder sowas, ja. Dann kaufe ich die 3 Stück raus und stelle die 3 Stück dann sofort wieder ein zu dem höheren Preis. Und ich verkaufe nur diese 3 und nicht diese anderen 58 Stück, die ich noch habe und viel teurer eingekauft habe, okay? Also das probiere ich jetzt mal so, ob ich so wieder auf den grünen Zweig komme hier. Ja, die Höhlenpaprika, die fällt hier raus, die brauchen wir uns nicht anschauen, aber diesen gemäßigten Trank da. Da habe ich nämlich auch viel zu viele
Ja, wo ist er denn jetzt? Gemäßigter Trank. Hallo? Ah, Rechtschreibfehler. Ein T vergessen. Also gut, was haben wir hier? Ja, auch ganz übel, echt. 1200 Durchschnittseinkaufspreise, richtig schlimm. Ja, da ist auch hier für 2000 habe ich das am Anfang gekauft. Für 2000 und kein einziges habe ich verkauft. Zumindest hier laut dem Dealfinder. 213 habe ich eingekauft und 213 habe ich, ja, nichts verkauft. Das ist mal richtig, richtig übel. 2000 Gold. Einkaufspreis, richtig übel. Und ich habe immer wieder nachgekauft, es ist gefallen, 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 immer wieder nachgekauft und ich konnte einfach nie irgendwas mit Gewinn verkaufen. Und hier habe ich dann aufgehört, als es auf 700 runtergefallen ist, ja, da habe ich die letzten eingekauft vor knapp einem Monat und dann habe ich gestoppt, weil einfach nichts zu machen war, ja, weil es war einfach kein Ende in Sicht, der Preis ging nie hoch, sodass ich verkaufen konnte. Ja, so schaut es hier aus. Also dann aufschreiben, 213 Stück habe ich hier. 213 für 1215 im Schnitt. Okay, das günstigste war für 720. Und das teuerste für stolze 2030. Ja. Tja. So, was ist hier mit diesem Imbissmal eigentlich? Da habe ich auch ziemlich viele und geht nichts. Imbissmal. So, mal gucken hier. Für 367 im Schnitt gekauft und der Preis ist halt auch permanent drunter. Wo ist denn das jetzt? Sehe es nicht. Imbissmal? Ah, da ist es. Das ist ein Imbissmal. Für mich schaut es aus wie eine Suppe irgendwie oder eine Teetasse oder so. Ich erkenne das nie. Imbissmal wäre jetzt für mich irgendwie so Bratwurstzemmel oder sowas. Oder Hotdog oder Pizza oder so. Ich weiß nicht. Rogolan. Hallo, guten Morgen. Wie geht's dir? Alles gut? Also, hier haben wir halt auch überhaupt keinen Auftrag, ja. Hier sehen wir auch, die Preise sinken einfach immer. Halt, nee, Moment. Hier sehen wir einen kleinen Anstieg. Hier hätte ich sogar verkaufen können. Weiß nicht, ob ich das nicht geschnallt habe. Ob das nur so kurz war oder so. Keine Ahnung, echt. 293. Aber seitdem sinkt es halt wieder die ganze Zeit. Schreib mir das einfach mal auf. Ich habe hier 34 Stück. So, mein Durchschnittseinkaufspreis liegt bei 367. Das günstigste habe ich gekauft für 275. Also da habe ich schon ganz gut günstig eingekauft. Bringt mir aber jetzt hier trotzdem nicht so arg viel. Dir geht's gut. Ja, das freut mich. Schön. Mir auch. Ja, ich freue mich, dass Freitag ist. Alles Gute zum... ja, danke, danke. Zum Jubiläum. Ja. Ein Jahr bin ich jetzt schon wieder hier, gell? Seit ich 6 Jahre Pause hatte. Schon wieder ein Jahr. Krass. Voll schnell vergangen irgendwie. Und habe mich schon wieder hier so einigermaßen eingelebt, sage ich mal. Einigermaßen, ja. So ganz blinke ich immer noch nicht durch mit manchen Sachen, die neu sind, seitdem ich weg war. Muss auch nicht alles verstehen. Was es dann alles gibt, was man alles machen könnte und kann und soll und darf und so, ja, keine Ahnung. Ich streame halt einfach meine tägliche Odyssee hier mit dem Auktionshaus. Nein, ich habe mir nicht das Mond. Das würde ich nie machen, ja. Hab schon gesehen im Shop für 90 Dollar oder so. Cool ist es ja schon, ne? Mit Auktionshaus und Briefkasten. Aber ich kaufe nichts im Shop. Das ist so Prinzip, das ich habe. Wenn, dann muss es alles irgendwie in-game gemacht werden. Und selbst da kaufe ich eigentlich ganz selten irgendwas.
was ich gern haben möchte, sondern wenn dann nur selber farmen oder so, selber holen. Mit WoW Gold kaufen. Ja, kann man machen. Will ich aber nicht. Weil davon abgesehen, dass ich ja eh nichts hab, ja. Ich könnte ja gar nicht mal was kaufen. Nee. Ja, nee. Muss ich auch nicht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe hier echt auch echt wenig so Sachen, ja. Es gab mal früher, da gab es so Jubiläumspads, die man geschenkt bekommen hat. Die habe ich halt. Ja, das Blizzard-Bären-Baby und das Zeug, wenn ihr das noch kennt. Oder ich farme mir halt selber die Sachen. Huch. Ah, nein, jetzt fliegt hier mein Bleistift auseinander. So, Mounts oder irgendwelche Pads oder was. Ja, habe ich mal eine Zeit lang selber geguckt, dass ich die halt mir hole. So seltene, wo man irgendwie für Erfolge bekommt oder so. Habe ich die Erfolge gemacht, mal eine Zeit lang, weil ich da gut beschäftigt, ja. Gab keinen neuen Content, mir war langweilig. Und da habe ich noch nicht dieses exzessive Auktionshaus-Trading gemacht. Aber nee, ansonsten kaufe ich eigentlich nichts, muss ich sagen. Oh, wo waren wir jetzt stehen geblieben hier? Herzhaftes Imbiss mal, also das günstigste hier. 34 Stück für 367 im Schnitt habe ich, ja. So, das günstigste für 275. Jetzt lass mal schauen. Jetzt kostet es 293. Ja, natürlich ist es praktisch, ja. Man kann von überall aus ins Auktionshaus gehen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich brauche es ja nicht mal, weil ich bin ja eh nirgends. Ich stehe ja eh immer vorm Auktionshaus rum und gehe nirgends hin mit meinen Chars. Der Einzige, der wohin gehen würde, also irgendwas questen oder irgendwie halt mal raiden oder so, wäre ja mein Main. Und der braucht aber nicht dauernd ins Auktionshaus rein, weil der tradet ja nichts. Ja, und ja, mit dem Char jetzt hier zum Beispiel war ich früher auch mal ganz gerne Kräuter sammeln unterwegs, aber mache ich ja im Moment auch nicht. Also ich meine, cool ist es, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche es gar nicht. Ja, weil ich stehe eh immer nur vor dem Auktionshaus. Deswegen, ja, ist cool, aber ja, passt schon halt. Bin eigentlich völlig zufrieden hier, verstehst du? Ich bin voll und ganz zufrieden. Aber cool ist es schon, ja. Ja, und man kann wieder schön sein Gold rausballern, ja. Wenn man zu viel Gold hätte, dann könnte man es jetzt schön rausballern. So, der höchste Preis war hier, das sind alles Verkäufe, 420 Einkaufspreis als höchster Einkaufspreis. Das ist nämlich auch interessant zu wissen, ja. Das ist interessant zu wissen. So, und jetzt lassen wir mal schauen, wenn ich jetzt für den Preis kaufe. Du hast direkt dein Gold rausgeballert. Na, dann passt. Dann weiß man wenigstens, wofür man das Gold farmt. Ich farme es ja im Moment nur dafür, dass ich nichts habe. Ja. Weil, ja, schaut nicht so gut aus gerade hier. Muss ich mal ein bisschen farmen noch. Naja, aber das Ziel ist ja, die 1,6 Millionen, die ich Startkapital hatte, wieder zu verdoppeln. Genauso wie beim letzten Mal, die 350.000. Da war auch mein Ziel, die zu verdoppeln. Beziehungsweise 1 Million wollte ich haben, habe ich gesagt. Kam ich ja dann gut drüber. Schauen wir mal, habe 2 Jahre Zeit. Wobei, ich hoffe mal, das dauert nicht so lange. Ja, ist ein bisschen schneller, wenn ich einschloss sein. Wenn ich jetzt verkaufe, dann habe ich Provision weg, 15 Gold, dann kriege ich raus 278 oder so. Ja, das heißt, ich könnte ein paar verkaufen hier. Sogar. Weil es schon sehr billig ist. Aber ich könnte ja mal ein paar loswerden. Also 10 Gold würde ich Gewinn machen. 2 Stück kann ich verkaufen. Die für 275 da. Nee, Quatsch. Hä, wie komme ich auf 10 Gold? Nein. Ich krieg 200. Oh mein Gott, diese ganzen Zahlen. 278 kriege ich raus. Das sind nicht mal 3 Gold. Nee, dann bringt's nichts. Ach, schade. Du hast dein Ziel schon erreicht im neuen Addon. Jetzt schon. Obwohl wir ja erst ein paar Wochen das haben. Was Goldziel meinst du, oder? Goldziel. Ja, okay, also hier kann ich jetzt nichts machen, ja. Schade. Welches Item müssen wir noch aufschreiben auf die Blacklist? Ach nee, oder? Die Rune sinkt schon wieder. Das ist so echte Katastrophe. Die muss jetzt mal hochgehen, ehrlich wahr. Goldcap. Du hast Goldcap.
Jetzt schon? Echt? Wie viel hast du denn jetzt in diesem Addon? Wie viel hat dir noch gefehlt zum Goldcap? Also, wie viel Gold hast du schon gemacht jetzt in diesem Addon? Ich habe ja bis jetzt nur Verluste, ja. Verluste und Items habe ich gefarmt. Toll, toll. Den Sushi-Teller, ach ja, genau. Und das habe ich gesagt, das lassen wir mal. Wobei, da kann man trotzdem dann den Durchschnittspreis machen. Sushi-Teller, da habe ich 18 Stück. Ah, hier diese Rune, das ist auch katastrophal. Die muss ich da auch mit reinnehmen. Naja, okay, machen wir mal jetzt diesen Sushi-Teller. Der Sushi-Teller, den habe ich 18 Mal noch, so. Und ich habe ihn eingekauft im Schnitt für 837. Toll, oder? Was, du hast 10 Millionen? Okay, erzähl mal, wie hast du jetzt in diesem Addon 10 Millionen Gewinn gemacht in dieser kurzen Zeit? Womit? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Wahrscheinlich anders als ich, oder? 837. Durchschnitt. Da habe ich noch ein paar gekauft für 600. Das waren die letzten. Die könnte man ja theoretisch verkaufen, ne? 33 Gold gehen weg. Ja, die könnte man verkaufen. Was ist mit diesem Sushi-Teller? Ja, kenne ich auch nie. Wo ist denn der jetzt? Da sieht auch nicht aus wie ein Sushi-Teller, oder? Ich erkenne da irgendwie fast nichts. Das ist irgendwie gewurscht. Wie schaut's denn hier so aus? Ja, hier gammeln die Preise halt auch rum. Das ist auch nichts Gescheites hier. Gammelt immer so irgendwas zwischen 600 und 800 rum. Das teuerste habe ich gekauft für 1000 Gold. Ja, Halleluja, echt. Das ist aber ganz schön viel. Wobei das schon verkauft ist wieder. Hier habe ich verkauft, habe ich 4, 6, 8 Stück. 2, 4, 5, das sind genau 8. Aha. Also für 993, das habe ich nicht verkauft. Naja, okay, das muss ich mir hier halt auch einfach merken. Naja, okay. Was? Alles in meinen Videos oder im Stream ist umfangreich. Habe alle Berufe. Ach so, du meinst, wenn ich es wissen möchte, soll ich deine Videos oder deine Streams anschauen. Okay. Mit Berufen. Na gut, danke für die Information. Gut, ja, dann habe ich das auch. Jetzt gucke ich mir noch die Rune an. Da habe ich nämlich auch zu teuer gekauft und werde es nicht los. Hier Durchschnittspreis 4600, das ist auch echt mies, ja. Das ist, hat jetzt genau die Hälfte nur noch davon, ja. Ja, verstehe dich schon. So genau wollte ich es ja auch gar nicht wissen. Ich wollte jetzt nur wissen, so ganz grob, ja. Ich meine, wenn du mich fragst, wie mache ich Gold? So, ganz einfach, ich mache Gold mit Auktionshaus, Trading, An- und Verkauf von diversen Items. Billig einkaufen, teuer wieder verkaufen. Das ist das ganze Prinzip ganz kurz erklärt. So, da weiß man aber natürlich nicht, wie das geht. Wenn man wissen will, wie das geht, muss man auch die Videos anschauen und so, weil da sage ich es halt, ja. Aber so genau wollte ich es jetzt nicht wissen, gell. So, mich hat es einfach nur gerade interessiert, weil Leute ja unterschiedlich Gold farmen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst irgendwas sammeln, du kannst Pets sammeln, du kannst Pets kaufen irgendwo und sie weiterverkaufen. Du kannst Pets einfangen und sie weiterverkaufen. Du kannst seltene Pets auf diverse Arten farmen und sie weiterverkaufen. Du kannst auch Pets leveln und sie dann weiterverkaufen. Du kannst Rezepte irgendwo zusammensammeln und sie verkaufen. Du kannst Transmog-Zeug irgendwo zusammensammeln und es weiterverkaufen. Du kannst irgendwelche Reagenzien und Handwerksmaterialien sammeln und sie verkaufen. Du kannst aber auch diese Handwerksmaterialien zuerst
damit craften irgendwas mit deinen Berufen und dann die gecrafteten Items wieder verkaufen. Das kann man alles machen. Und noch so viele andere Möglichkeiten, ja. Also, ich mache ja auch ein paar davon. Aber ja, jeder hat halt so seine andere Methode, was er mag. Was er gerne macht und was er findet, dass es lukrativ ist. Und es ist auch alles halt eine Zeitfrage, ja. Ich meine, umso mehr Zeit ich habe, umso mehr Sachen kann ich machen. Ich habe täglich zwischen 2 und 3 Stunden investiere ich täglich in WoW ins Auktionshaus, ja. Nur diese 2 bis 3 Stunden. Also länger bin ich selten in WoW. Und das ist halt auch dann ein Zeitfaktor. Wie viel Zeit hat man, wie viel Zeit will man investieren in das Ganze und was will man in dieser Zeit in WoW machen. Ich mache bloß Auktionshaus in der Zeit und sonst nichts. Wenn ich mehr Zeit hätte für WoW oder mir Zeit nehmen würde davon, ja, ich sage jetzt mal nehmen würde, weil es ist ja auch halt einfach Prioritäten setzen, dann würde ich zum Beispiel noch regelmäßig ja meine Garnison machen, weil mir das auch Spaß macht. Dann würde ich wieder anfangen, Kräuter zu farmen, würde sie aber dann so, direkt so verkaufen. Da würde ich mir die Kräuter raussuchen, die halt lukrativ sind. Was würde ich noch machen? Weiß ich nicht. Das langt eigentlich schon. Für mehr hätte ich schon, glaube ich, keine Lust. Ja. Dann würde ich höchstens für mich selber wieder schauen, dass ich ein paar Erfolge wieder mache, so Achievements. Und hier Pets und Mounts zusammensammeln. Für mich selber, ja. Fürs Goldfarmen würde ich da, glaube ich, nichts mehr machen. Ja, passt doch dann, Rogolan. So. Weiter geht's hier. Weiter geht's. Da muss ich mich jetzt durchwurschteln. Fast mir erst im Angel. Oh ja, das ist sehr günstig. Komm, gib. Ja. Das war schön günstig jetzt. Für 3,99. So, weiter geht's. Jetzt die Rune. Genau, bei der Rune sind wir. Also da habe ich halt auch zu viele eingekauft. Ach ja, die ja für 6.500 habe ich die erste gekauft, ja. Vor 44 Tagen, da war die so teuer. Und ich habe auch schon verkauft für 6,5, 7,7, 8,0. Also das waren die Preise am Anfang. Das war richtig, richtig teuer. Die braucht man nicht kaum mehr zählen, weil die eh schon weg ist, gell. Da habe ich dann die nächste gekaufte für 4.900. Da nehme ich jetzt den Preis, weil diese ganz teure da, diese eine ist eh schon verkauft, dann brauche ich das immer aufschreiben. Aber hier 4 Stück für 4,9. Also gut, jetzt schreiben wir erst einmal den Durchschnittspreis auf. Und wie viel habe ich überhaupt? Ich weiß nicht, was ich nehme. 30 Stück habe ich noch. 17 habe ich verkauft. 10 Stück fallen hier irgendwie wieder unter den Teppich. 30 Stück, Durchschnittspreis 4.618. So. Und das günstigste für 4.355. Und das teuerste, da nehme ich jetzt nicht das, weil das ist schon weg. Da nehme ich jetzt die 4 da für 4.999. Okay. Gut. Gut zu wissen, ja. Jetzt kann ich nämlich sagen, hier, da ist gerade die Rune billig drin. Ja. Zum Beispiel, schauen wir mal in die Preisentwicklung rein. Zum Beispiel wird jetzt die Rune reingestellt für 1890. Oder hier nehmen wir mal das. 1790, ja. Jetzt weiß ich, okay, da kann ich jetzt mal wieder 3 Stück kaufen. Oder von mir aus halt 2 oder was weiß ich. Und dann steigt der Preis wieder an. Weil hier sehe ich auch, dass immer wieder Preisanstiege sind. Und jetzt für 1900 wieder diese 3 Stück eingekauften verkaufen, ja. Jetzt kann ich das wieder machen, weil ich hier jetzt einen Plan habe. Wie viele von diesen teuren muss ich halt aufheben, okay? So, was hat sich da verkauft? Schlummerseelenserum. Ja, schön, dann tun wir doch nochmal eins rein. Wie schaut es eigentlich mit dem Automatikhammer aus? Oh ja, wieder viel Konkurrenz. Auch eins rein und hier müssen wir auch noch was rein tun. Gut, okay, passt so, ja. Haben wir alles aufgeschrieben.
Das war's, glaube ich. Das waren jetzt die Items, wo ich einfach Probleme damit habe, weil ich zu teuer gekauft habe und ich jetzt auf diesen Items sitze, ja. Das ist jetzt erledigt. Was ich jetzt noch mache, ist einfach die Liste ganz normal weiter auffüllen mit den Durchschnittseinkaufspreisen, wie ich es halt immer mache. Ja, einfach mal schauen, zu welchem Preis im Schnitt kaufe ich ein, zu welchem Preis im Schnitt verkaufe ich, dass ich einfach sehe, passt das alles überhaupt. So, hier Automatikkammer nochmal. Ja, da ist auch Konkurrenz. So. Gut, dann gehen wir es einfach mal der Reihe nach durch, ja. Also gut, Automatikkammer. Da habe ich jetzt natürlich meinen Einkaufspreis ein bisschen anheben müssen. Für 109, das ist auch mal interessant, einfach aufzuschreiben, für wie viel man in der letzten Zeit eingekauft hat, ja, dass man einfach weiß, okay, der Durchschnittseinkaufspreis, der liegt zwar bei 115, ja, aber in der letzten Zeit musste ich die ein bisschen teurer einkaufen. Finde ich dann schon wichtig zu wissen. Verkauf, Verkauf, ja, 159. 159 bis 174, das schreibe ich mir jetzt auch mal drauf. Hä? Ich habe hier völlig falsch. Eigentlich, was habe ich denn da gemacht? Echt? Also, nee, das passt überhaupt nicht so. Also gut, 115 Durchschnittseinkaufspreis. 115 im Schnitt und die letzten waren für 159 bis 174. Okay. Ja. Schön, dass du da warst, Rogolan. Ich wünsche dir auch ganz viel Spaß weiterhin und viel Erfolg, ja, und geht selbst zum Goldcap und so. Cool. Gut. Was wollte ich jetzt machen? Naja, Automatika. Okay, das haben wir jetzt, ja. So, Durchschnittsverkaufspreis 135. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Aber es ist okay. 135. Hundertfünfunddreißig. Hier vor 280 Tagen habe ich hier mal welche ziemlich teuer eingekauft, ja. So lang bin ich jetzt hier schon wieder. Über ein Jahr ist es schon. Okay, nächstes Item. Was kommt jetzt? Hier Dunkelmond und Feuerwasser. So, hier haben wir einen Durchschnittseinkaufspreis von 381. Und ich habe eingekauft für ein bisschen teurer jetzt. 410. 410. Da müssen wir mal da. Das billigste war 199, das war aber sehr günstig. 199 und das teuerste habe ich eingekauft für 515. Aha. Verkaufspreise 826. Passt. Gut, fassen wir. Einkaufspreis 384. Das günstigste für 249. Das ist okay, ja. Das ist in Ordnung. Und das teuerste für lalalala, 800. Oh Gott, das war das erste. Ja gut, aber das ist schon weg. Das ist schon weg. Hier habe ich ja etliche verkauft für ziemlich teuer. Oh Gott, für 1900 habe ich da schon eins verkauft. Das war aber krass hier. Verkauf, Kauf. 800.
560. Ja. 800 war das teuerste. 384. 6, ist ja echt wurscht, ne? So, im Schnitt verkauft für 712, das passt. Das ist auf jeden Fall okay. Jetzt pass mal auf, mit 384 habe ich das eingekauft, ja? Im Schnitt. Den kann ich ja jetzt eigentlich verkaufen. Also hier brauche ich jetzt nicht schauen nach den ganzen Einzelnen, weil dieses ganz teure für 800, das ist ja schon weg, ja? Das ist ja wurscht. Und auch hier, die da für 560 sind auch schon längst weg. Das ist schon uninteressant, diese ganz teuren, die ich da eingekauft habe. 500. Das, der Rest war alles weniger dann, ja. Also da nehme ich jetzt wirklich den Durchschnittseinkaufspreis, weil das würde dann wirklich ausufern. Also da blickt ja kein Mensch mehr durch, wenn man da alle einzelne machen würde. 384 Durchschnittseinkaufspreis, das heißt, da kann ich doch was verkaufen eigentlich, 429. Ja, ich warte halt dauernd, weil ich weiß, dass die halt auch bis zu 1000 drauf gehen, aber da kann ich lang warten, weil das kriegen wir jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr, ja. Hier 800, wo war das jetzt gerade? Das ist halt auch schon wieder eine ganze Weile her, 9. Oktober. Da kommen wir jetzt nimmer hin wahrscheinlich. Die letzte Woche ging das nimmer so rauf. Nee, ich tue da, für 500 würde ich halt schon wenigstens gern verkaufen. Ja, ein bisschen hebe ich es mal noch auf. Ja, so ein bisschen hebe ich es mal noch auf, okay. So, dann, ich habe ja auch nur ganz wenig, das ist ja nicht das Problem. Das Problem sind ja diese vielen, die ich da habe. Die Mitternachtsmaskerade. Was ist jetzt eigentlich mit diesen anderen? Gibt es da jetzt endlich mal was? Mit diesen anderen Buffoods da noch. Nö. Keine Ahnung, was damit ist, echt. Ich weiß es nicht. Egal, lassen wir das. Mitternachtsmaskerade. Ja, da habe ich auch schon ewig nichts mehr für 331 eingekauft. ...279 habe ich da. Das ist zum Beispiel ganz lang teuer einfach, ja. Kann man nichts einkaufen mehr, weil es immer teuer ist. Das teuerste habe ich für 359 gekauft. Ja, ich habe jetzt hier auch ein bisschen was verändert nochmal, weil ich hatte hier eigentlich immer den Maximum-Verkaufspreis drin. Aber der ist, eigentlich bringt mir der gar nichts. Ich sollte mir eher den Maximum-Einkaufspreis einschreiben. Ich muss jetzt echt mal schauen. Also wenn jemand zu viel zahlen ist und so, komme ich auch immer ein bisschen durcheinander. Also muss ich ein bisschen gucken, wie ich das hier mache, dass es Sinn macht und auch praktikabel ist, ja, weil nur weil ich mir da irgendwas ausdenke und mir denke, ja, das könnte man machen, heißt es nicht, dass das auch wirklich in der Praxis umsetzbar ist überhaupt. Ja, manches ist unmöglich. Also am tollsten wäre es natürlich, ich würde exakt sehen können, so, ich habe eins gekauft und dafür habe ich es wieder verkauft, das nächste Mal wieder fünf gekauft für einen Preis und für den und den und den Preis verkauft, dann hätte ich einen super tollen Überblick, aber das funktioniert beim besten Willen nicht. Da muss man irgendwie Durchschnittseinkaufspreise machen, ja, weil sonst blickt da kein Mensch mehr durch, so kann man das nicht nachvollziehen, so genau. Okay, also Verkaufspreise 408, das passt auf jeden Fall. Ja, hier müsste ich aber echt einmal, irgendwie würde ich gerne mal was nachkaufen, aber es kommt einfach nichts. Mitternachtsmaskerade, schaut, das ist permanent oben. Ja, hier, was ist denn hier das Niedrigste? 500. Man müsste mittlerweile echt schon für 500 Gold einkaufen, ja. Weil so billig kriegt man es halt einfach nicht mehr. Ja. Okay. Spektraler Glock ist im Angebot.
190. Ja, das ist aber immer noch zu viel. 150 will ich. Oder mindestens 170. Wobei, es käme mir sehr gelegen, wenn der jetzt mal ein bisschen günstiger werden würde. Ja, ich bräuchte nämlich ein paar. Ich habe nur noch 13 Stück, aber nicht für 190. Das ist viel zu teuer. 170 ist das Maximum, was ich da ausgeben wollte eigentlich. Ja gut, den Rest lasse ich mal so. Ja, das war jetzt eigentlich so das Wichtigste. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf den nächsten Char, bevor es hier zu viel Zahlenzeug wird. Gut, gehen wir mal weiter. Nächster Char. Wir schauen mal, was der Todesritter macht. Jetzt legen wir überall noch mal was rein. Mit dem Todesritter habe ich ja auch ein paar so ein Items. Ja, da habe ich noch viel mehr solche Items. Das ist echt richtig blöd. So, Automatikkammer geht schön raus. Das ist jetzt, da stelle ich jetzt immer ein. Also ich stelle hier auch nur für über 200 ein. Und jetzt warte ich, dass die sinken hoffentlich. Oder es geht dann wieder rauf, werden wir sehen. Was habe ich noch jetzt hier? Schlummerseelenserum kann ich auch noch einstellen. Ja, das passt auch noch. Gut. Haben wir jetzt hier was einzukaufen noch? Nee. Okay, dann schauen wir jetzt mal auf den nächsten Char. Hier habe ich Fassbier. Fassbier gekauft? Ich habe Fassbier gekauft? Ich soll ich fast mir gekauft. Ach so, das waren die für 399. Genau. Das ist schon gar nicht mehr, gell? Also gehen wir auf den nächsten Charme. Ja. Todesritter. Der hat schön abgeräumt mit den Verträgen. Das war richtig gut, ja. Ich hatte schön eingekauft und am Mittwoch Preise rauf. Ich eingestellt, alles verkauft. Da bin ich auch wirklich dabei geblieben. Ich hatte da auch nicht zu viele Verträge. Weil die eh so teuer sind, dann kann man gar nicht so viel kaufen. Und da konnte ich einfach schön dabei bleiben und zusehen, dass die einfach rausgehen. Das hat sehr gut funktioniert. Ah, hier haben wir ja schon das Mount da. Ne? Das ist doch das. Ja, schon. Briefkasten, Auktionator. Okay. Hallo. Hallo. Aber jetzt, was soll das? Warum steht der jetzt so blöd hier vorm Auktionshaus und im Briefkasten drin, wenn er doch selber ein Auktionshaus und einen Briefkasten hat? Dann kann der jetzt ja auch mal irgendwie aus dem Weg gehen. Ja, geh weg. Ja, ich könnte ja auch eigentlich den selben Briefkasten benutzen. Naja, okay, schauen wir mal hier. Also, hier habe ich ein bisschen Buffood eingestellt. Gestern, ja, ich habe ein bisschen was rausgekauft, auch noch am Barfood. Und dann gingen die Preise wieder rauf. Da konnte ich das gleich wieder einstellen. Das war ganz gut. Nehmen wir mal die abgelaufenen Sachen raus. Also hier hatte ich erstmal Honigbraten und einen Topf eingekauft. Und dann habe ich hier etliche verschiedene... Ja, okay, etliche ist jetzt übertrieben. Ja, ein paar Barfoods verkauft, ja. Passt schon, 3328. So, nehmen wir raus. Der Char hat jetzt 8000 Gold. Der hat natürlich auch einiges abgegeben an die anderen Chars, ja, weil der ja so viel Einnahmen hatte. Da habe ich ein bisschen was abgegeben. Okay. Dann schauen wir hier mal. Bisschen Einnahmen auf jeden Fall, das passt schon mal. Okay, was haben wir hier heute? Also gut, ein Topf. Weil was, schauen wir erstmal in den Dealfinder, ja? Ja, super, sonnenloser Panzer ist noch billiger. Hier muss ich mir das auch aufschreiben, weil auch hier habe ich viel zu viele nochmal nachgekauft. Eine Zeit lang haben die sich richtig gut verkauft, ja. Aber dann plötzlich ist es komplett eingebrochen und es ging überhaupt nichts mehr. Und jetzt sitze ich auf den Items. Sturmstaub sinkt halt auch immer weiter ab. Verträge sind schon wieder günstig. Konvent der Tiefen und durchtrennte Fäden. Ja, das Problem ist, davon habe ich noch übrig aus der letzten ID. Ich habe noch zweimal durchtrennte Fäden.
Und einen Konvent der Tiefen. Da brauchen wir jetzt Einkaufspreise. Schauen wir mal. Also gut, 2 Stück eingekauft und nichts verkaufen können davon. Durchtrennte Fäden. So, ich habe für 3.400 eingekauft. Das teuerste für 3,7. Also das schreibe ich mir jetzt hier auch auf, ja. Durchtrennte Fäden. Durchschnittseinkaufspreis ist 3.471. Und das teure für 3.792. Ja, wieder falsch eingeschrieben hier. Also, ach man, echt, ich glaube, ich muss meine Liste nochmal anpassen. Wenn ich die immer falsch eintrage, die Sachen, dann passt hier irgendwas an meine Liste nicht. Okay. Also hier habe ich halt nichts verkauft. Das, ich weiß nicht, soll ich da jetzt mal was nachkaufen? Das Problem ist halt einfach, dass ja, die Preise halt schon gar nicht mehr darauf gehen. Das hier am Samstag war das mal auf 3,8 oben. Also da habe ich jetzt schon Probleme, das loszuwerden noch mit Gewinn. Jetzt weiß ich echt nicht, ob ich noch mal was nachkaufen soll, obwohl ich eh noch was habe. Wobei es natürlich sehr billig ist. Aber die Preisanstiege sind hier schon immer so toll. Mittlerweile. Zumindest hier bei den 2 mittleren Verträgen. Ja, der Konvent der Tiefen und die durchtrennte Fäden. Die steigen immer am wenigsten an. Arati und Dornogal, die sind eh teureren. Ja, also die steigen auch viel mehr an. Der stieg hier auf 8.000 wieder neulich. Was machen wir denn jetzt da? Soll ich da ins Niemand? Nee, ich lasse es mal. Samstag ist eventuell noch billiger. Und wenn es wieder teurer wird, ist mir es wurscht, weil ich habe noch 2 Stück. Nee. Kauf da jetzt nichts. Nö. Lassen wir. Macht keinen Sinn, finde ich. Schauen wir noch den anderen. Die Tiefen. Konvent der Tiefen ist auch im Angebot. Also, hier habe ich für 4,9 im Schnitt eingekauft. 4.970. So, da sind aber schon ein paar weg. Ja, da seht ihr, wie krass die Preise absinken. Also gut, ich habe hier 4 Stück gekauft für 5,7. Das ist mein teuerster Einkaufspreis. 3.320 ist der günstigste Einkaufspreis. Und ich habe 3 Stück verkauft. Das bedeutet, ich habe von diesen teuren noch einen, ja. Und der Rest, den habe ich billiger eingekauft. Jetzt ist aber nochmal billiger. Also das ist halt auch schon schwierig jetzt wieder. Weil das nicht mehr so weit drauf geht. Da habe ich jetzt nichts verkaufen können, weil das ging bloß auf 3,9 hoch. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und es steigt jetzt am Wochenende nochmal. Ich weiß es nicht. Aber so schaut es halt echt schlecht aus, ja. Aber 2,1 ist halt schon sehr billig. Ich glaube, ich nehme mal eins so. Eins gekauft mal. 2.320 habe ich aufgeschrieben. Davon ist noch eins übrig. Und die sind teuren. Verkaufspreis 8.514. Also das ist zumindest gut, ja. Zumindest die Verkaufspreise sind zumindest gut. Ja. Okay, dann schauen wir weiter. Gehen wir es mal der Reihe nach durch und gucken, wo habe ich noch ziemlich viel übrig. Und das gleiche Prinzip jetzt wie bei den Gold-Items, wo ich so viele habe und wo ich einfach sage, um auf einen grünen Zweig zu kommen, muss ich diese vielen einmal rausnehmen und wieder ein paar nachkaufen, sofern es halt geht. Ach ja, übrigens, hier der Zunderkasten, der ist nochmal angestiegen jetzt. Den habe ich auch vorhin gesehen auf über 1000, ja.
Machen wir den Zunderkost. Ich habe keinen. Ich kann keine Preisentwicklung nachschauen, weil ich keinen habe. Also der war vorhin über 1000. Das lohnt sich echt, den günstig zu kaufen, wenn der wieder drin ist. Also dann schauen wir uns mal alles an hier. Ja, die Sachen sind halt immer noch billig, ja. Die ganzen Handwerkswaren, das ist alles billig. Da brauchst du überhaupt nichts machen. Schauen wir mal hier diesen Eintopf. Das Schlimmste ist hier der Nullstein, den ich für 4,5 eingekauft habe und der jetzt auf 1,5 gesunken ist, ja. Also hier mache ich das gleiche Prinzip jetzt. Nullstein, mir aufschreiben, wie viele habe ich davon für diesen teuren Preis gekauft. 14 Stück habe ich hier. Eingekauft für 4.577. Ja, kannst echt heulen. 3.900 war das günstigste. Da habe ich dann aufgehört nachzukaufen, weil ich gemerkt habe, bringt nichts, sinkt immer noch weiter. Ja. Brauchst nichts mehr nachkaufen. Und das teuerste für 5.067, wobei ich das verkauft habe. Ich habe 3 Stück verkauft. Ah ja, aber nee, das stimmt hier auch wieder nicht. Also hier habe ich mehr schon. Ach so, nee, Moment, ich habe nur 17 Stück eingekauft, echt jetzt? Ah ja, okay, dann stimmt's schon. Dann habe ich tatsächlich nur 3 verkauft. 3 Stück verkauft, das ist verkauft, das ist verkauft. Und hier 1. Also das heißt, das teuerste kann ich 4.843 ausschreiben. Gut. Also gut, 17 Stück muss man aufheben und dann kann man mal schauen, ob man da wieder nachkaufen kann. Null, nicht der Null-Lotus, der Null-Stein. 1500. Ja, hier könnte man halt auch mal ein paar nachkaufen, wenn es wieder so auf 1,1 runtergeht. Wenn es dann doch wieder mal rauf geht, ja, dann bringt es was. Okay, also gut, ich werde es jetzt mal so machen, das ist was extrem Aufwendiges, was ich da gerade mache, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man versteht, was da mein Plan ist, aber das ist, denke ich, ein guter Plan. Es ist aber extrem aufwendig, das seht ihr ja, diese ganzen Zahlen und Preise und so nachzuschauen. Und ich habe jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit, deswegen würde ich jetzt hier mal das Ganze unterbrechen und den Rest gar selber fertig machen. Also ihr wisst jetzt jedenfalls, was ich da mache und was mein Ziel davon ist. Ja. Das wird auf jeden Fall so in der Art und Weise funktionieren, dass ich hier einfach wieder auch diese Items, wo ich jetzt viele zu teuer eingekauft habe, wieder traden kann, indem ich jetzt neue halt nachkaufe, ohne dass ich diese teuer gekauften jetzt mit Verluste wegschmeiß einfach, ja, oder halt mit Verlusten wieder verkaufe. Also ich hoffe, man kann das verstehen, was jetzt da der Plan ist. Ich will das auf jeden Fall mal probieren, ob das funktioniert. Und ich werde die anderen selber noch nachgucken, das dauert jetzt sonst zu lang, ja. Jetzt gehen wir einfach mal ganz normal alles durch, schauen die restlichen Einnahmen von den Charts noch an und gucken einfach, was sonst so geht mit den Preisen. Also hier sehe ich jetzt zum Beispiel schon mal, ich sage jetzt auch nur die Sachen, die Sinn machen, ja, wo ich jetzt einen Sinn drin sehe, diese Billigdinger wie Eisenklauen, erst da brauchst du ja gerade nichts machen, weil es ist ja immer auf so einem Billigpreis im Moment. Da hat übrigens dieses Geramsche aufgehört, habe ich festgestellt. Das sind keine Ramschpreise mehr drin in den letzten paar Tagen. Seht ihr auch hier, ja? Weil davor hat es permanent hier diese Ramschpreise notiert. Jetzt haben wir hier ja immer noch Billigpreise, aber das sind jetzt wirklich die echten Preise, ja? Sonst hat man hier immer was mega Billiges drinstehen, was gar nicht der echte Preis war, weil das immer nur so eins war oder so. Ja, aber hier mit den Handwerksamen braucht man gar nichts machen im Moment, weil die einfach mega billig sind. Also das Eisenklauenerz für 16 Gold. Das, vor einer Zeit lang war das auf Bronze für 16. Ja? Also, und sogar auf Bronze habe ich es für 25 pro Stück verkauft.
Jetzt ist alles hier irgendwie eins und es geht gar nichts mehr. Da ist jetzt auch meine Taktik, einfach mal komplett das Item sein zu lassen und abzuwarten, weil es gerade überhaupt nichts bringt. Weil hier auch keine Preise mal ansteigen, wo man wieder was verkaufen könnte. Es ist einfach permanent auf dem gleichen Preis und dann kann man halt nichts machen damit. Also würde ich das einfach mal lassen. Und ja, ich schaue jetzt die Items durch, wo ich sage, da sehe ich irgendwie eine Möglichkeit, was zu machen. Oder die trade ich einfach. Im Moment, es sind halt aber nur wenig, ja. Die Verträge haben wir gerade schon angeschaut. Die sinken jetzt halt wieder ab. Der günstigste Preis könnte sein, dass wir den heute schon erreicht haben. Also wer sich für nächste ID eindecken will, hier die beiden sind auf jeden Fall super billig, ja. Durchtrennte Fäden und Tiefen. Tiefen habe ich ja gerade selber eingekauft. Arati habe ich jetzt auch immer für 4.000 eingekauft. Das hält sich ziemlich stabil, muss ich sagen. Ja, kann ich keine Preisentwicklung nachschauen. Aber Arati habe ich auf jeden Fall 4.000 eingekauft immer. Und ja, kann sein, dass es morgen nochmal billiger ist, aber ich habe jetzt vorsorglich mir schon mal was geschnappt. Ansonsten fixiere ich mich hier im Moment auch auf das Buff-Food, weil das halt wenigstens funktioniert, ja. Hier, dieser Eintopf zum Beispiel, da habe ich ja vorhin auch schon ein paar verkauft gehabt, der geht auch mal ganz gut runter und ganz gut wieder hoch. Heute kostet der 195, da kann man sich welche holen, das ist ein guter Preis. Schauen wir auch mal die Verkaufspreise an. Ja, also der geht teilweise richtig schön rauf. 179 wäre natürlich noch besser im Einkauf. Aber alles, was so unter 200 ist, ist eigentlich ganz gut. Wie viel habe ich denn da noch? 31. Ja, ich nehme mir mal 5, ja. Weil es geht schon auch noch günstiger, aber es ist okay. Dann habe ich, ja, Bismut, wie gesagt, lasse ich auch raus, bringt gerade überhaupt nichts. Dieser Honigbraten da, da kann man was einstellen, der ist jetzt hier teuer. Das war auch super mit diesem Honigbraten, wo ist denn der jetzt? Da. Ja, gestern konnte man den einkaufen für 150 Gold, das war richtig, richtig gut. Ich habe da auch welche eingekauft für günstig und heute sind wir hier schon wieder auf über 200. Also das ist auf jeden Fall sehr gut. Und da stelle ich natürlich ein. Dann haben wir noch... Ja, der Zunderkasten ist wieder ein bisschen... Ah, schon weg. Habt ihr gesehen? Den hätte man jetzt rauskaufen können. Wie viel war das? Ich weiß nicht, 800 irgendwas. Ja, ah, Mist, echt. Hier warte ich ja immer auf Schnäppchen. Naja, verpasst. 900. Ja, aber das sind halt jetzt wieder zu viele drin. Der Fremdlingsproviant, der war gestern auch richtig schön teuer drin für 555. Da habe ich auch ein paar verkaufen können. Das war auch super gut. Einkaufspreis, ja, um die 300 rum. Ja, 350 ist auch schon nicht schlecht. Kann man auch schon ein bisschen was kaufen, wenn man nichts hat. Dann haben wir den Kaiserinnenabschied. Ja, da ist, glaube ich, nichts zu machen. Nee, der ist... Wobei, hier müsste ich das auch so machen. Ich habe nämlich hier für teurer eingekauft 100 Gold mehr und kann hier ewig nichts machen, weil der halt immer, der ist gesunken und jetzt gammelt der immer um den Preis hier so um die 200 irgendwas drum. Ja, also da müsste ich das auch so machen, wie ich es mit den anderen Items gerade gemacht habe. Mykopracht Risotto 124, das ist auch wieder so ein Preis, der mittendrin ist, kann man nichts anfangen damit. Narrentafel. Da muss ich auch schauen. Die habe ich auch für 150 teurer eingekauft, ja. Narrentafel. Ja. Hier müsste ich das auch machen. Hätte ich nämlich schon da, hätte ich schon die Preise mir notiert, hätte ich hier für 295 einkaufen können und dann für 353 wieder verkaufen, ja. Also da muss man sich einfach ein bisschen so an die Preise anpassen jetzt. Ja gut, sonst sehe ich hier nichts. Honigbraten einstellen, nochmal was nachlegen, nee, ist keine Konkurrenz da. Ja, weiter sehe ich nichts. Gehe ich auf den nächsten Char, schauen wir uns noch den Jäger an mit seinen silbernen Items und gucken, was bei dem geht. Du stehst im Weg, du stehst im Weg. Hurra, hurra. Voll der Poser, echt Poser. Ja, wir wissen es, wir wissen es. So, also gut, hier ein bisschen was eingekauft, das nehmen wir raus.
Okay, gucken wir uns den Jäger an. Ich glaube, der hat ganz viel abgelaufenes Zeug im Briefkasten. Und hier habe ich das schlimmste Geschmiere, ja. Da kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, was ich für wie viel eingekauft habe. Da muss ich unbedingt neu machen. Schauen wir mal, was bei dem geht. So, gehen wir erstmal im Briefkasten gucken, ob da was drin ist. Ich bin mir nicht sicher. Okay, abgelaufene Sachen erstmal raus. Ja, das ist ja ziemlich wenig, aber immerhin etwas. Einen Arati-Vertrag verkauft. Hier muss ich auch mal genauer drauf schauen. Da habe ich jetzt so viele auch eingekauft und weiß nicht mehr so recht, für wie viel und so. Und die teuren, sind die schon weg oder habe ich die noch? Ja, da muss man mal diese Einkaufspreise irgendwie resetten, weil sonst blicke ich da nicht mehr durch. Arati. 2600 Durchschnittseinkaufspreis und für 2100 verkauft. Ja, also das wird ja keinen Sinn machen. Aber das, so kann man im Moment kann man das so nicht mehr rechnen, weil die Preise halt einfach gefallen sind. Versteht ihr, wie ich meine? Also man müsste eigentlich so gucken, ich habe jetzt hier drei Stück ziemlich teuer verkauft. Eins, kaufen. Ah, okay. Ich habe nur drei Stück verkauft. Das ist auf jeden Fall weg. Davon sind auch noch mal zwei Stück weg und noch drei übrig für 3200. Ja, aber ich habe halt hier die letzten für 1400 irgendwas gekauft, ja. Und dann kann ich die auch für 2100 verkaufen. Also ich, da muss ich jetzt echt, also mich verwirrt das immer so ein bisschen, ja. Weil wenn ich auf den Durchschnitts Preis schau, da macht es ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen muss ich mal mir überlegen, wie ich das mache. Und es ist nicht gut, wenn man da noch was übrig hat. Der Verlust ist ja dann trotzdem da, ja. Man muss wirklich zusehen, dass man das Zeug direkt los wird, weil die Preise sinken und dann kann man nichts mehr machen. Dann muss man es mit Verlust verkaufen. So, jetzt schreiben wir mal hier auf. 2744. Hat der. Bisschen Schlummerseelenserum noch verkauft. Ist halt gerade auch problematischer, umso teurer die Items sind, die man einkauft, ja. Wenn da die Preise sinken und man wird es nicht los, dann ist echt schwierig. Okay, also hier die Rune, die ist auch echt übel abgesunken. Das ist richtig, richtig mies auch. Auf 744. Nicht angestiegen, diese ID. Durchschnittspreise liegen bei mir bei 800 irgendwas, ja. Das ist auch Katastrophe. Die Verträge, ja, da kann ich halt auch kaum mehr was machen jetzt. Hier Arati, das habe ich ja gerade gesagt, ja. Da habe ich ein paar günstige eingekauft, die ich dann auch wieder verkauft habe. Aber ich blicke schon bald nicht mehr durch, weil die Preise einfach sich so schnell ändern. Und ich nicht mehr weiß, habe ich diese teuren Sachen schon weg oder habe ich die noch oder wie oder was. Also ich muss da echt mal überlegen, wie ich das jetzt mache. Ja, was sehen wir sonst so? Gucken wir uns einfach mal den Rest an. Das ist gerade zu kompliziert, ja. Die Handwerkswaren, die sinken hier halt auch immer weiter. Also da kann man halt echt wenig machen im Moment. Das Schlummerseelenserum ist hier ein bisschen teurer wieder. Auf 35 Gold. Also das auf jeden Fall einstellen. Ich habe meine für 20 Gold im Schnitt gekauft. Da stelle ich ein. Ja. Fassbier ist günstig, kann man einkaufen. Der Rest, alles billig, ja. Kannst du nicht viel machen. Ist alles billig einfach. Kann leider nichts anderes sagen. Es ist einfach alles billig und sinkt immer weiter, ja. Brauchen wir gar nicht weiter schauen. Gehen wir auf den nächsten Schau. So, dann gucken wir hier mit den Bronze-Items. Ja, also ich meine, ich kann im Moment euch echt leider wenig Hilfreiches sagen, weil es schaut einfach nicht so gut aus. Also ich sag mal so, wenn man jetzt, sonst müsste man sich jetzt wirklich auf was anderes spezialisieren, gerade, ja. Das macht gerade nicht so viel Sinn mit An- und Verkauf aus dem Auktionshaus bei den meisten Items, weil einfach die Preise immer noch weiter sinken und man nicht den
man keinen teureren Preis bekommen wird mehr. Ja, das ist das Problem, weil im Moment werden halt einfach die Sachen immer mehr nachgecraftet und deswegen sinken die Preise und es gibt halt zu viel Angebot im Moment. Ja, also da hat es keinen Sinn, nur bei ganz wenig Items im Moment was rauszukaufen. Deswegen sage ich euch nur die Items, ja, weil die anderen, es ist alles billig, ja, kann nichts sagen, dann kannst halt nichts machen. Okay, schauen wir mal hier. Hier ist ganz viel abgelaufenes Zeug. Okay, was haben wir denn hier so? Hier haben sich auch wieder ein paar Pets verkauft, das passt auf jeden Fall. Ja, Mana-Tränke waren recht teuer drin. Gestern, da habe ich noch ein paar verkauft. Ja, Eisenklauen erstmal hier auch mal kurz teuer. Fassbier. Und das war's, ja. 1193. Verträge ging am Mittwoch was und dann ist schon gesunken. Also da muss man echt ganz schnell sein. Da ist jetzt nichts mehr zu machen. 1193. Gut, das heißt, ich habe heute ungefähr 12.000 Gold mit allen Chars. Ja, wieder mal nichts, ja. Wieder mal nur Kinkerlitzchen. Naja, rausnehmen und dann schauen wir rein. Gut, also dann. Hier sehen wir auch schon ganz viel Zeug im Dealfinder, ja. Der Mana-Tank, den habe ich gestern noch verkauft für 26 Gold. Heute ist schon wieder auf 10 runter. Könnte man jetzt was nachkaufen, aber ich habe ja genug. Der Heiltrank ist auch ganz billig gerade. Hier auch die restlichen Handwerkswaren, wobei hier der Preisverfall am wenigsten krass ist, weil die ja eher ein bisschen billiger sind. Am schlimmsten ist natürlich auf der goldenen Qualitätsstufe. Aber hier, schaut, dieses bronzene Eisenklauenerz kostet 14 irgendwas, ja, und auf der Qualitätsstufe Gold kostet es 17. Also das ist schon krass, oder? Das sind 3 Gold mehr. Es ist echt krass. Ja, ich sag nur dazu, ich warte hier ab. Ich lasse es jetzt einfach. Diese Handwerkswaren, da geht gerade gar nichts. Einfach lassen. Ab und zu hat man mal Glück, dann geht wieder mal was hoch. Ja, sonst ist hier auch nichts Überragendes drin. So, Schlummerseelenserum ist jetzt auch wieder mega billig. Könnte man einkaufen, aber auch hier habe ich reichlich, ja. Also da brauche ich auch erst einmal nichts. Das Fassbier auf 16, das kann ich sogar verkaufen. Das habe ich für 9 irgendwas eingekauft. Ja, diese 2 Items, da geht halt auch Gott sei Dank wenigstens immer mal was. Die Flasks sind jetzt halt auch voll gesunken, ja. Ich habe wieder teuer eingekauft und sitze auf dem ganzen Zeug jetzt. Eine ganze Weile konnte ich nichts nachkaufen, weil es dauernd so teuer drin war. Dann endlich sinken die Preise, habe ich rausgekauft, gingen die Preise wieder hoch, wieder verkauft und das 2 IDs und seitdem nur am Sinken. Kann ich wieder nichts machen da, ja. Was hat sie jetzt da verkauft? Das passt mir, oder? Genau. Tun wir gleich nochmal was rein. 5er Stack, habe ich eh genug. Haben wir hier irgendwas drin, wo man was anfangen kann damit? Es sind halt nur günstige Sachen. Die Verträge und die Rune. Die Rune ist auch mega billig hier auf einmal. Das ist auch wirklich nicht schön. Ja, wie das hier plötzlich auch absinkt schon wieder. Kann man auch wenig machen. Genauso wie bei den Verträgen, ja. Ah, hier. Rad von Dornogal kann ich verkaufen. Genau, den habe ich für 1,6 eingekauft. Den kann man auf jeden Fall verkaufen. Das ist billig. Ja, auch billig. Konvent der Tiefen für 295. Auch extrem billig, ja. Sonst schaut es echt nicht gut aus hier. Gemäßigter Trank auf 65. Den habe ich jetzt für 56 verkauft. Eingekauft, nicht verkauft. Schaue ich da mal nach, ob das noch stimmt. Weil da haben wir ja eine kleine Preiserhöhung wenigstens. Gemäßigter Trank auf Bronze. Eingekauft für 56, genau. 65. Da gehen jetzt weg ungefähr 3 Gold. Sind wir bei 62.
Ja, da kann ich was einstellen. Juhu, ich habe was gefunden, wo ich was verkaufen kann. Ah, toll, ich freue mich. Und wenn es nur 2 Gold gewesen sind, aber ich kann was verkaufen, ja. Aber sonst noch irgendwas vielleicht. Schimmernder Splitter, nee, billig. Der ist auch super billig. Hier habe ich auch relativ viele. Aber ich weiß halt nicht. Eigentlich müsste ich jetzt ein bisschen was hier nachkaufen, ja, weil der so billig ist. Aber ich weiß halt nicht, geht er überhaupt nochmal ein bisschen rauf? Ja, wobei es schon extrem billig ist gerade, ja. So ein bisschen könnte ja schon nochmal rauf gehen. Weiß nicht echt. Nee, das ist mir zu viel. Ach komm, kaufen wir mal 10 Stück einfach. Und jetzt ist es weg. Nee, jetzt will ich es nicht mehr. Nee? Für 56 will ich es nicht. Ich hätte es nur für 55 genommen. Nee, komm. 10 Stück nehme ich da mal jetzt, ja. Ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Nee, es ist nichts Tolles drin. Also hier, gemäßigter Trank kann ich ein paar verkaufen, Fassbier kann ich verkaufen und der Rest ist alles billig. Da muss ich auch schauen. Hier zum Beispiel Aggressionsflask zeigt es jetzt an, ja. Dass die jetzt gerade hier 25 Gold günstiger drin ist. So, da müsste ich jetzt auch mal genauer nachschauen, wie viele habe ich denn eingekauft. Es sind jetzt hier 66 Stück, die ich teurer gekauft habe. Für wie viel habe ich sie denn überhaupt eingekauft? Und dann einfach nochmal neu anfangen hier. Schauen, für wie viel kann man es im Moment bekommen? Was ist ein guter Preis und was für wie viel geht es unter Umständen wieder raus? Ja, aber ich sehe halt im Moment hier auch echt keine Chance, muss ich sagen. Weil ich hier einfach nur sehe, dass es immer nur billiger ist. Ja, hier waren welche für 300 drin. Keine Ahnung, ob das jetzt nur temporär war. Nur so ein paar, die jemand reingeworfen hat. Ja, oder ob das eine ganze Weile der Preis war und am nächsten Tag dann auf 400. Ja, hätte man hier für 300 gekauft, hätte man hier einen schönen Gewinn. Aber man weiß ja nicht, ob es steigt. Und jetzt sieht man ja auch schon wieder nur sinken, sinken, sinken. Ja. Deswegen keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, jetzt hier einzukaufen. Es wird im Dealfinder angezeigt für günstig und es ist ja auch günstig. Aber steigt der Preis wieder an? Ich habe keine Ahnung. Also ich lasse es lieber. Ich suche mal lieber was anderes, was ich traden kann. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn jetzt hier in der nächsten Zeit das so weitergeht, ja, oder noch schlimmer wird und man wirklich gar nichts mehr traden kann, weil wir immer nur noch günstigere Preise haben, also dann werde ich wirklich mal hier eine Pause machen, weil das ist frustrierend so und werde mir werd was anderes machen so lang, ja, bis diese Preise sich mal irgendwie normalisiert und eingependelt haben. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ich zum Beispiel meinen Fokus dann einfach bis dahin mehr auf die Garnison lege und lieber da aktiver bin, weil da habe ich sichere Einnahmen. Da habe ich kein Problem mit irgendwelchen Billigpreisen oder so. Oder dass ich jetzt zum Beispiel mit meinem Kräuterchar mal wieder Kräuter sammeln gehe und die halt einstellen. Ja? Oder halt selber mal ein bisschen questen wieder oder mal was ganz anderes machen. Ja, also wirklich, das überlege ich gerade, weil mich frustriert das so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich denke mal, das ist halt auch sinnlos, an irgendwas festzuhalten, wenn es einfach nicht geht, ja. Ich habe jetzt noch mal hier eine neue Strategie, die ich jetzt anwenden kann, ja, die ich jetzt vorhin halt euch gezeigt habe mit den Preisen noch mal für die Flask und so zu gucken. Aber ganz ehrlich, also irgendwann wird es auch anstrengend, da noch die hunderttausendste Strategie sich auszudenken und diese ganzen Zahlen aufschreiben und das, also irgendwann platzt mir da der Kopf davon. Das ist mir dann zu kompliziert irgendwann, ja. Also ich muss sagen, ich habe schon hier schon gutes Durchhaltevermögen und gebe auch nicht auf und so und suche mir immer neue Strategien und Ideen, was könnte ich noch machen, ja. Aber irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da keinen Spaß mehr dran. Also ich gucke mir das jetzt hier noch eine Weile an und wenn da nicht bald sich was ändert und die Preise sich einpendeln und man wieder was verkaufen kann, dann werde ich da pausieren, ja. Weil das macht dann keinen Sinn, finde ich. Schauen wir mal, ne? So ein bisschen Geduld habe ich noch, aber nicht mehr so arg viel, muss ich euch sagen. Okay, also hier ist halt auch nichts Gescheites, ja.
Nichts Gescheites. Hier ist ganz viel im Dealfinder, ganz viel billiges Zeug. Ja. 5 Gold mittlerweile für das Ding. 5 Gold. Das schaue ich jetzt mal nach, wie viel ich das am Anfang gekauft habe. Sonnenloser Panzer. Durchschnittseinkaufspreis 27. Habe eh schon schön runter reduziert. Das teuerste für 110, ja, vor 44 Tagen. Von 110 auf 5 Gold gesunken. Also, ja, so ist es, gell. Na gut, ich stelle jetzt hier mal noch die Sachen ein, die gehen heute. Wenn nur diese Rune mal drauf gehen wird, ganz ehrlich. Das ist einmal das Fassbier, der Trank hier und der Vertrag. Okay, das stellen wir noch mal rein. Ah ja, da ist noch was drin. Hier hatten wir auch mal ein schönes Schnäppchen gehabt wieder, ja. Und da war noch mal sowas drin. Das war ganz gut. Da hat man ein bisschen was machen können. So, nee, das war's nicht, das da. Wo sind wir jetzt hier? Schon ganz durcheinander vor lauter Items, ehrlich. Okay. Ich habe alles nochmal eingestellt. So, und mehr kann ich nicht machen, ja. Das ist jetzt wirklich mein letzter Versuch, hier diese Strategie zu machen, wo ich einfach gerade eben diese Listen erstellt habe, wo ich die Items, die ich teuer eingekauft habe und die ich so nicht mehr verkaufen kann, an die Seite stelle, mir jetzt die neuen Preise anschaue und schaue, ob ich da was einkaufen und teurer wieder verkaufen kann. Und wenn das im Moment nicht geht, weil die Preise einfach immer nur weiter sinken und da nichts geht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann werde ich jetzt hier einen Break machen und werde was anderes machen. Das ist nicht schön, das macht keinen Spaß. Also Spaß soll das Ganze schon irgendwie noch machen, ja? Na gut, also, ich würde mal sagen, ich bin jetzt fertig für heute, ja. Ich mache nachher noch diese Listen oder irgendwann, ey. Und ganz ehrlich, wenn ich da keine Lust habe, wenn mich das dann stresst, dann lasse ich es. Dann machen wir was anderes. Und schauen wir mal, was am Wochenende geht, ja. Vielleicht passiert ja noch was, ich weiß es nicht. Schlotternächte sind auch wieder, sehe ich gerade. Ja, da wird der Gruselkürbis auch wieder ins Bodenlose sinken. Ach nee, die habe ich mit dem anderen Char, die Gruselkürbisse. Wobei die eh immer billig sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. In WoW, was auch immer ihr da macht. Ja, ganz viel Spaß dabei. Und danke fürs Zuschauen. Und der nächste Stream ist wieder am Montag um 10 Uhr. Mal schauen, ob wir da das Gleiche noch machen oder was anderes. Ja, ich werde es mir jetzt am Wochenende durch den Kopf gehen lassen. Ja, habe ich ja gerade erklärt. Schauen wir mal. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.